Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem, ja, nicht ganz so neuen Gameplay. Ich habe dieses Spiel euch schon mal gezeigt, aber in einer früheren Version. Das war damals die 028, glaube ich. Und jetzt sind wir schon bei der 037, also wir sind ein paar Schritte vorwärts gekommen. Es ist immer noch eine frühe Alpha-Version. Ja, das Spiel Iragon, es ist eine Visual Novel. Ja, warum ich euch das jetzt nochmal zeige, erstmal, weil es halt ein Update gab und zweitens, weil das erste Video verschwunden ist von meinem Kanal, also ohne irgendwelche Vorwarnungen, einfach weg. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gelöscht habe. Auf einmal bekam ich eine Meldung vom Entwickler Repulse, die haben auf einmal gefragt, ja, was denn mit dem Video los sei, warum das verschwunden ist. Und da musste ich erstmal selber gucken, weil ich es gar nicht mitbekommen habe. Ja, war auf einmal weg und ja, jetzt muss ich was Neues machen. Aber passt auch ganz gut, da ja ein Update rausgekommen ist und ich bin gespannt, was sich so geändert hat, was sich verbessert hat. Also ich werde auf jeden Fall mal die ganzen Seiten verlinken in der Beschreibung, könnt ihr mal reinschauen. Da sind auch ja, Patch Notes und so weiter. Was anderes ist, was mir jetzt direkt aufgefallen ist, bei der ersten Version haben wir da am Stein ein Schwert gefunden. Jetzt haben wir aber hier einen Zauberstab, mit dem wir Feuerbälle wegschleudern können. Und ja, ist ganz cool und das Schwert konnte auch irgendwas wegschleudern. Keine Ahnung, was das war, auch so eine, irgendwie so eine Magiesache. Ja, wir spielen Derek, den 18-jährigen, ja, Magier-Anfänger, würde ich sagen. Also er will Magier werden und ja, da passt das hier ganz gut. Ja, schauen wir mal, ob wir damit mal irgendwie kämpfen müssen oder ob uns das jetzt noch erspart bleibt. Was mir aufgefallen ist noch, dass wir jetzt hier Handbewegungen drin haben. Das war, glaube ich, vorher nicht. Die war einfach, ja, wie eine Holzhand, sage ich mal. Ob wir auch noch einen Körper kriegen, bin ich auch noch gespannt drauf. Wäre natürlich auch cool. Aber sowas ist natürlich sehr schwer umzusetzen. Besonders für so ein kleineres Indie-Team. Ja, gehen wir los. Schauen wir uns mal die Veränderungen an. Also für mich die Veränderung, es sieht echt klasse aus. Denn ich spiele ja jetzt mit der Rift S. Das erste Video war noch mit der Rift. Also den Unterschied sehe ich hier deutlich. So, gehen wir einfach mal den Weg entlang. Das lassen wir hier. Erscheint also, man kann es nicht wegstecken. Es bleibt einfach auf dem Boden und erscheint dann neu. Aber ist eine Alpha-Version, von daher, ich denke mal, in einer fertigen Version wird man das dann vernünftig wegstecken können ins Inventar. So, bevor wir jetzt hier hochgehen, schauen wir nochmal hier, ob sich da irgendwas geändert hat. Da war so ein Lagerfeuer, genau, da ist es ja. Okay, näher kommen wir nicht ran. Okay, jetzt können wir keine Feuerbälle. So. Hä? Okay, kleiner Bug. Scheinbar scheint da irgendwie wegen dem Hügel was zu sein, dass wir keine Feuerbälle schießen können. Okay, gehen wir mal weiter. Also vom Look her sieht er echt, gefällt mir echt gut. How far could she have gone? It doesn't matter. We'll keep searching until we find her. Genau, da waren diese Soldaten. What did you steal anyway to send us this far after her? Some so-called precious book. The palace is losing their minds over. They're not Balmoral soldiers. Who are they looking for? Abknallen? Nö. Hold on. Ah, never mind. Stirb! Keep moving. Keep moving. Genau. Die verschwanden jetzt da einfach im Wald und kamen auch, glaube ich, nicht wieder. Kann man dem jetzt irgendwas tun? Nee, okay. Wir können aber trotzdem mal gucken gehen. Weil jetzt haben wir ja hier eine gute Waffe. Kommt schon her. Nee. Da höre ich irgendwas. Sehe aber nichts. Oh, da hänge ich fest. Ne, okay. Gehen wir weiter. Da müsste jetzt gleich die Anna liegen. Okay, die liegt nicht da. Die lag genau ungefähr hier, glaube ich. Dann ist sie aufgestanden. Okay, komisch, das hat sich geändert.
payback. You must be the one those soldiers were looking for. I see. Are you alright? You saw them? Where are they? Not far. Back that way. Who are you? They will kill you if they see you with me. You'll freeze out here after the sun goes down. I have somewhere safe we can go. But you don't know me. You're someone in trouble. I know that. Ja, das ist die Anna. Die hat ein Buch, was diese Soldaten... Oh, kommt die auf einmal näher. Sieht echt cool aus, also... Echt cool animiert. Also sie hat irgendein Buch, ein bestimmtes Buch, was diese Soldaten suchen. Und ja, was damit auf sich hat, wissen wir natürlich nicht, aber das wird sich wahrscheinlich im weiteren Verlauf des Spiels dann klären. Ja, diese Fußspuren sind auch neu, die zeigen uns, wo wir hingehen sollen. Na komm, Anna, bevor du erfrierst. Sounds sind auch hinzugefügt worden, das war jetzt über Schnee laufen. Ich glaube, das war vorher auch nicht. My name is Anna, by the way. You never ask. Anna, by the way. You live here alone? This is my uncle's hunting cabin. It doesn't get much use anymore. Why would you bring me here, though? Why? A knight doesn't turn his back on someone he can help. Are you a knight? No, but I want to be one day. Why are the soldiers looking for you? They want my grandfather's book. They killed him for... I'm sorry. What's in it that they go that far? Some notes that I don't understand. Sir, there's a cabin over here with smoke coming out of the chimney. Those soldiers, we have to go now. Los, los, los. Boah, das war noch lauter. That fire is still burning. Go into the woods that way. There's a path up the summit. What will you do? I'll get them to chase me and meet you up there. Sir, out back! There's someone running! Ich glaube, das ist auch neu. Also wir haben ihr jetzt gesagt, sie soll schon mal den Weg entlang laufen. Und wir lenken die Soldaten ab. Schauen, was für Texturen jetzt hier dazugekommen sind. Ich glaube, die gab es auch nicht. So, jetzt können wir wieder hier unsere... Okay, da gibt es immer noch keine Texturen für, scheinbar. Aber ab hier gab es gleich überhaupt keine Texturen mehr und die sind jetzt alle vorhanden. So, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir nicht runterfliegen, weil das war auch schon beim ersten Mal das Ende dann. Blöd. So. Das hängen wir schon fest. Ein bisschen. Okay, weiter geht's. Okay, jetzt kommen wieder Bäume ohne Textur. Ob das Level jetzt auch länger läuft als das andere. Hurry, before we lose him. Okay, hier soll wahrscheinlich mal irgendeine Brücke stehen oder so. Fehlt auch noch ein bisschen Textur. Aber hat sich auf jeden Fall schon was getan. Wow. Okay, ich würde sagen, wir versuchen da mal lang zu kommen. Oh nein, 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 nein.
Wenn das mal alles fertig ist, sieht das bestimmt genial aus. So, jetzt müssen wir hier von einem Baum zum anderen hangeln. Kommen wir da hoch? Nein. Okay, das haben wir schon mal. Also ich glaube, hier war es auch beim letzten Mal dann direkt Schluss. Ja, Leute, das war die Demo von Iragon Version 037. Nicht vergessen, ist ein ganz frühes Alpha-Gameplay. Und das werde ich auf jeden Fall auch oben in die Ecke eintragen, ins Video, dass das auch jeder sieht, der das Video sich anschaut. Und nicht nachher denkt, was ist das denn für ein Spiel? Also das muss man schon berücksichtigen und man kann so eine Version auch nicht wirklich bewerten. Aber man kann den Entwicklern ein paar Fehler zeigen und so weiter, was einem auffällt, was nicht so optimal ist und so weiter. Ja, ich halte euch hier auf dem Laufenden. Wenn ich eine neue Version bekomme, werde ich die auch wieder testen. Ich hoffe, euch hat das Gameplay hier gefallen. Wenn ja, haut auch ein Like raus. Und ja, über ein Abo würde ich mich natürlich auch immer wieder freuen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.